Nobens. Mag Fred von unserem Herrn Jesus Christus mit Ihnen alle sein. Das ist ein besonderes Fehler, hier in einer Tag zu sein, wo ich viel on live angekickt habe. Warum? Ich bin so wie kein Wens hier artlich all bekannt worden. Wenn ich nicht so wieder nach Irmung hineinchecken würde, in über dem, falls ich dazu einer, falls ich hier mag, mit der Pop und einer dann auch schauen. Ich glaube, hier wurden artliche Sandworte geboren mit mir bekannt sein. Vielleicht nicht so viel. Ja, mein Name ist Ubram Wins, meine Frau ist Mary. Wir haben dort fertig, nach Mexiko zu kommen. Unsere Eltern sind bei den Lavater, Zacatecas. Wir wurden Ernt besiegen. Wir haben dem mal eine Titel nicht durchgebracht. Und haben dort fertig, um Hand zu kommen. Wir sind hier von Ontario. Ich möchte kurz ein bisschen mitteilen über uns Leben. Nicht so immer viel wird, über wenn ich mitteilen kann, wo Christus mir geraten hat. Ich bin ein Mensch, wo du so ja toll wirst. Ich versuche, das gute Worten zu bauen. Ich dachte immer, dass ich gute Worten würde, ich soll ich wollen. Ich dachte, viel gut. Ich habe abgeholt, dass ich aus dem Fernseher in der Kirche, wie ich in den Schulhof. Das gibt mir ein Trost, irgendwo würde ich wollen. Die Beidrauen, dass Gott wurden gefallen haben an mich. Und über die kommende Zeit, ich fühlte mich keinmal nicht wirklich gefällt. Ich hatte eine Lage steht im Hort. Als ich die Taufe will übergehen, ich habe in Irns Gemeinde mit, aber ich kriege nicht Frieden im Hort. Jesus Christus hat ich mein Hort wirklich nicht übergebt. Ich bete um Vergebung, aber ich glaube dort nicht, dass er mich vergebt hat. Ich bete immer weiter. Und als die Zeit wieder ging, wir befrieden uns und wir trocken dann mit einem Jahr wieder dann in Ontario. Und als wir wieder ein paar Jahre warst, dann werden die Ofenchecken einmal in eine Stelle und dann ein paar Weg wieder war ab einer anderen Stelle. Wir werden ab dem Bett stehen. Erstens, mir wieder zu fragen, ich bin noch einmal in eine andere Kirche warst. Wir sind abgewachsen aus dem Elkenier. Und wir noch einmal in eine andere Kirche warst, mir wieder zu fragen. Und du weißt, ich konnte gar nicht mal wirklich hören, wo die Botschaft du hast. Ich kicke bloß, wo verschieden wie Menschen aber werden. Und aber aus dem paar Wochen Luther wieder krank in der Kirche, wo er den Dicken hat mitgeschafft. Was für ihn vielleicht auch bekannt sein, wie Strafford will. Und als wir da werden, dann habe ich alle Mitteiler dort gewarnt, die merken, wo verschieden wir werden. Dann konnte ich mal anfangen, nur das Wort zu hören. Und du packst die Yes me. Der Mann, der Prediger, der wird von Bolivien da, hat eine sehr klare Botschaft über, wo wir hinkommen dürfen mit unseren guten Worten. Und mir ging das deutlich zu hören. Besonders ein Bild, das er mitteilen hat, das mir sehr deutlich schneiden hat, wie er sieht, wie ein Mann gewesen ist, der hat einen Traum gehabt. Und dort jeder gute Wort, was er deutet, wie es eine Trab, es ist ein Stopp ab einer Lade, einmal Hacher kommen. Und der Mann, der kam immer wieder, wenn er dort immer mehr gute Worte. Ein Tag, dann ist er der Lara zu ihm und schickt ab und sieht, wo weit auf dem Himmel ist. Er verstaubt sich durch und fällt drauf. Dort schneidet mir sein Deib. Wenn ich bühne ab, gute Worte. Ich habe den Glauben, dass Gott würde an dem Gerechtstag mit einer Wegschule kommen und unsere Gute und unsere Schlachte Worte ab jeder in Leihen. Und dort wohnt mehr wie er, du nur, wo dort Gerecht gesprochen worden. Du nur, wo ich dann ankomme. Und hier sage ich dort dann an, der Jeste packt mich an. Ich muss mit meinem Leben was tun, aber da wird der nächste Stopp durch. Ich lebe den großen Menschen vor. Was wollen die Menschen nicht denken, wenn ich in den Ferien gehe, eine Hauptfrau? Ich sage es von mir, was da ist. Ich habe viel gebet. Ich habe sehr ernst gesagt und das Wort Gottes. Ich habe meine Frau, wir haben eine plötzliche Bibel dann, all das können wir klar verstehen. Und wir lesen den ganzen Testament durch. Wir fangen dort nicht, dass ein Mensch müsste wahre Geburt haben. Wir fangen dort nicht, dass du bist, wir ein ewiges Leben können wir haben, der Christus. Und dann den letzten Abend, dort wieder in 2017, den 9. Februar, dann kriege ich uns bald so weit, ich und meine Frau, wir hatten dort fertig, wir konnten den Abend bei ihr Leben fangen, annehmen. Dann ging wir den Prediger fragen, was wir müssen tun. Wir sahen, dass wir stünden in einem verlorenen Zustand
Und wir wollen aber auch gerad sein. Wir kriegen nicht klar. Wir können in diesem Leben auch klar haben, dass wir können gerad sein. Wir können uns sicher sein im Hort, dass Jesus Christus als für unsere Sünden gestorben ist. Und als ich dort dann am dort mitteilen darf, dann erkläre ich uns dort. In einem Vers, wo ein Messias viel wird, bleibt dort erst in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Und du sagst uns dort, ich werde im Plotisch kurz lesen, aber all die, die am Abnehmen in unseren Namen glauben, die heute macht Gott seine Kinder zu werden. Hier sage ich dort Bern, das liegt in meinen Händen. Gott seine Sieg erst geworden. Jesus hat betult. Nun kann ich entscheiden, will ich dort nicht annehmen oder will ich dort nicht. Will ich verloren gehen oder will ich ein Kind Gottes werden. Dort steht nun nicht mehr auf dem Gewinns. Dort ist nur eine Entscheidung. Und du mögst auch die Entscheidung. Ich und meine Frau, die haben dort alle beide in den Abend. Wir sind so dankbar, wir fangen Frieden. Und ich bin von dir und Gott dankbar, dass er so lange geduldig war, dass mit mir 21 Jahre habe ich in so einem Unfrieden, in einem Unglauben gelebt. Und wenn wir in Offenbarung ein Vers lesen, du sagst, dass die Ungläubigen kommen, krieg auf dem Platz zu stehen, als wo die schlechtesten und geratzten sind. Und ich bin dankbar, dass ich dort Jesus Christus gefangen habe, dort sein Blut für mich gerannt wird. Und dann wird dort nicht ganz in Jahr von dann. Wie fangst du dann an in der Kirche vor? Du in Strafford wohl gerutscht und dann war die Kirche voll. Und dann wird du ungefragt nur Thamesford haben und dann wird wie du haben, mit der Gruppe mitgehen und wird du eine neue Kirche angefangen in Thamesford. Und als wir du werden, wie fangen du dann nicht in die Gebiet, wie dann bloß renten, und über dem sind wir dann Trainer Almer gemacht, so wie der Almerische Kirche, wo wir dann neu geschafft haben, mit Straffordville dort als vielleicht 20 Minuten, 59, 20 Minuten, dort die Kirchen sind bei dich taub. Und wir wurden so meistens, wie wir noch nicht ein Jahr bekehrt, die Kirche, die wird vielleicht 5 Monate gegründet, dann wieder eine Predia wohl, und dann trafft uns dort aus Predia. Dort wird in 2018, den 28. Januar. Und dann habe ich dort in der Kirche mitgeschafft. Und was dieses Jahr dort passiert ist, dass wir alle bekannt sind, dass ich diese Zeit, wo wir nun sind, da in der Sozial auch hier war, die Kirchen müssen teilgemerkt werden. Und dann, dass wir dort dann über Livestream rüberstrahlen, dass die Geschwister dann durch die Tüste wegen können, die Botschaft haben. Und dann wird dort auch wieder geschickt, und über dem kommen doch viele Menschen zum Licht. Gott beweist sich in so eine Tone deren auch danach. Viele Menschen kommen zum Licht, die Kirchen werden voll. Menschen kommen von 2,5 Stunden in Maya zur Kirche. Und dann wird dort angefragt, und so habe ich dann in Kitchener, Jägend, örtliche von Jünd, wo vielleicht bekannt sind, du habe ich in Linwood, du habe dann in Freshet District angefangen, und du sei wie in die Hand geschickt worden aus Mission Prediger, aus dort unterleiden. In der Gründung habe ich den 4. Juli diesen letzten Monat. Und wir sind Gott sehr dankbar für so, wie das hier geführt hat. Du werden sich dann kurz Tieren Geschwister anschließen, so du hast nur eine nahe Gruppe. Durchschnittlich wurden du von 15 bis 20 Paar kommen. Wir sind Gott dankbar für so, was hier geführt hat. In Kirchenfähre war ich. Und wir sind nicht bloß für wichtig an, dort in unserer Umgebung durch. Die Kirchen wurden voll und dort ist die Zeit, dort wo wir wieder Kirchen down, mehr Räume sehen down. Gerade in so einer Situation, wo der Dalton Krieg ist, schien dort mit einer Schwierigkeit zusammen, Kirchen zu fangen. Da wurden Kirchen teilgemerkt. Da wurden die verändert. Alle Kirchstoff, die zu Kirchen wurden gebrochen, dort wurde rückgerecht und dort wurde zu den Bauern eingerecht und so weiter. Dort ist traurig zu hören, die Dinge passieren. Aber ja, wir wollten dort, wenn wir im Gebet sind, Gott wird uns wieder leiten und vielen nur sehen will gefallen. Ja, einmal was so weit von uns persönlich. Ich möchte von dir ins Uwes in diesem Timer, von dir in den Timer verbringen, wo mir anlegen da, der Karat auch ein Labertal gehabt, wo wir ein Boys war, das auch nicht in seiner fremde Timer sein. Mein Gebet, dass du ihn danach dort kommen, wir ihn sehen sein. Wo do wir in Kampf kämpfen? Wir wollten dort, wir sind in der Welt, wo wir kämpfen dürfen. Wir gehen durch verschiedene Hinsichten durch kämpfen, aber wo do wir kämpfen? Ich will uns einen Text lesen in 1. Petrus Kapitel 1 von 3 durch 7. Ich werde hier bloß ein Plottisch lesen. Könnte jeder einer dann in seine Sprache dort mitlesen.
1. Petrus Kapitel 1 von 3, Vers 7. Lauf Gott, unseren Herrn Jesus Christus in Pura, weil sein Mitleiden wird so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt, und zu einem Aufgott, dort nicht verkommen, vergunnen oder verwalten kann, dort für uns im Himmel bewahrt wird. Und Gott in seine Allmacht wird du nur seinen, dort je durch solche Hand kommen worden, und dort Heil kriegen, willst je an Jesus glauben. Dort Heil soll in der letzten Tag offenbar werden. Du wegen sind die Frau, wenn die Hiob nach in Stötte durch Lieden gönnen, Martin. Diese Proben kommen über Jünd, um zu seinen, wo euch in Stötten glauben ist. So aus Gold, durch dem viel geschickt wird, dort zu rennen, um zu seinen, wo euch dort ist. Jünd glauben ist, wie Gott viel mehr wird aus Gold. So wird Jünd glauben, wenn er die Probe besteht, Jünd viel Herrlichkeit geben in in die Waren, die Erd in die Luft waren, wann Jesus Christus kommen wird. But so weit. Wir sehen dort hier, dass Petrus erst dort wertvoll in den Asset abfallend. Gott hat uns da eine lebende Hoffnung. Dort hat er uns nie geboren. Wir sind nie geboren worden durch Jesus Christus, indem dort wir dort im Glauben annehmen, da eine lebende Hoffnung. Was meint dort eine lebende Hoffnung? Eine lebende Hoffnung ist, dort wir haben eine sichere Zukunft. Ich hoffe ab einen Tag bei dem Herrn Jesus zu sein, und dann hast du nicht einen Zweifel. Du siehst, ich kann mich sicher ansehen. Dort ist eine lebende Hoffnung. Dadurch, dort hat Jesus Christus vom Tod abgejagt. Wenn Jesus Christus wird im Grab geblieben, dann wird diese Hoffnung nicht lebendig geworden. Jesus stand ab und er fuhr nach dem Himmel und er ist da und er steht an für uns. Er will uns einen Tag nur sicher holen. Und wieder sagt er dort hier auch, dass du erst ein Aufgott, dort wird nicht verkommen, vergunnen oder verwalten. Dort wird für uns im Himmel bewahrt. Und das ist ein wertvoller Versprechen. Und jeder einer, der sein Vertrauen an Christus gesagt hat, der hat im Himmel, wo er sein Vertrauen kann haben. Und dort wird du sicherlich bleiben verarmt. Dort sagt uns hier ein Gott in seine Allmacht, was du nur sein, dort wie du sicher kommen wirst. Gott hat nicht Jesus Christus in diese Welt geschickt, zu sterben für uns, in uns dort Heil zu geben, und nun uns wieder damit allein zu lassen. Noch selbst wird du nur sein, dass wir bei ihm wollen hinkommen können. Wir immer wird beständig durchholen in das Leben hier. Und dann geht uns dort wieder, er sagt hier wieder, du wegen sind die Frau, wenn die hier auch noch ein Stück durch Lieden gehen möchten. Diese nächste Puffer, sagst du in 7. Vers, du willst uns besonders mit einem Nennen, wann er hier sagen, der dort wie durch Proben gehen. Und in 7. Vers sagt dort kriegst du das Gold durch ein Vieh geschickt wird, so wird uns Glauben auch aufgeprüft in dieser Welt, um zu sein, wo wir stehen in aktuellen Terrain, dort wir vor Gott waren, herrlich in der Reich stehen können. Und mir denke, das kriegt in 3 Punkten ein bisschen unterkicken. Wenn wir denken, wo do wir kämpfen, und so ist das hier sein, wenn wir hier noch ein Stückchen durch Lieden gehen, wenn ich dort auf das Stück nahe, wenn wir hier ein Stück noch tiefwies durch warme oder heute Tieden gehen, kriegt du über die Kämpfen eben ans Kommen down. Möchte ich dort einmal in 3 Punkten haben, ich lasse ein Bild, das wird mir sehr interessant, und du wirst ein Beispiel von der Jalmer, und von den Ei und von den Kaffeebienen. Von diesen 3 Punkten wollen wir von dir uns nennen lassen, ich will biblische Geschichten darüber anführen. Und dann wollen wir uns nennen stellen, okay, wo du auch im Kampf kämpfen. Liegen auch nur die Jalmer oder liegen auch nur ein Ei oder nur ein Kaffeebienen? Diese 3 Punkte wollen wir uns ein bisschen anschicken. Erstens wollen wir dann die Jalmer. Wenn ich im Kampf dann komme, wenn wir an eine Jalmer denken, dann, was passiert mit einer Jalmer, wenn der in heute Butter dann kommt, wenn der gekriegt wird? Der wird weg, nicht so. Und das wurde dafür geklärt, dort hält die Selle klar. Nun wollen wir uns mal in 1. Kennis Kapitel 18 und 19 anschicken. Ich will euch dort besonders die Versen lesen, weil ich will die Geschichtspistole einmal übergehen. Es wird voll sein, das Ganze lesen. Aber ich wollte bloß die Geschichte mit übergehen. Das geht hier an Elia. 1. Kennis Kapitel 18 und 19. Elia wird ein Prophet, wenn er von vielen Propheten wird ewig geblieben, da werden viele dort gemerkt worden. Er wird einer von denen, der ewig geblieben wird. Und das Elia, er soll sich einen Tag meten mit den Bolz-Propheten. Und du werden viele von den Propheten, von den Bolz-Propheten. Bei 450 sagt es dort hier in der Plotische Bibel. Und als er dann sich soll meten mit ihnen, dort passiert diese Wache. Sie sollen beide im Alter merken und Opfer bringen für Gott. Als sie
In den Proben dann kommt und sagt, er lehrt Jane, bitte die in Ultra, in Akku auch, in Ludwig Balles bringen, dann je nach den Utlesen, wo in die Welt, und dann werden wir mal in Opfer merken. Er sagte den Bolzpropheten, dass die den Alter bühren, lacht das Halten ab, nimmt den Ball, wo in die Wellen, schnitt den Zweien, lacht den dann ab, und dann kann ich mal in Opfer bringen, und dann bei vier online, dort soll ich nicht. Nu bet jene Jäter an, jene Aufgabe an, und dann werden wir sein, aus der sich Wort bewiesen. Da, wo er sich hier nur auf dieser steht, Wort bewiesen, den werden wir Gott sein lohnen. Die Bolzpropheten bühren den Alter, sie lachen das Halten ab, und sie lachen das Fleisch ab, und dann fangen sie an zu beten. Und sie beten. Elia, er kam dann mal einmal ab, das fängt wie hier in den 18. Kapitel, in den 27. Vers. Dort passiert nicht, dass du vier geben dort dort viermal von, dort du mal ausstecken dort. Dann sage ich uns dort hier in den 27. Vers, in den 18. Kapitel, aus dort Mehrach wird, spott Elia an und seht, rup sei er lüd, hei ist doch ein Gott. Hei ist vielleicht deib in Gedanken oder haft dort drog. Hei ist vielleicht wachgegangen oder angeschluppen, dort die Arm abwachen sollen. Elia kommt einfach nur mit so einem Gedanken ab, nun merkt doch mal ernst, die denken die doch in Gott. Wenn er wirklich in Gott ist, da wird er auch viel raufkommen lassen. Diese Bolzpropheten, sie fangen sich an zu verschneiden und sie meinen dort ernst, dort Blut, dort fängt an zu ran. Sie wollen so jähren, dass er Gott sich bewiesen soll, dort passiert bloß nicht. Da fängt Elia an, seinen Ultra zu bühren. Er lacht das Halten ab und er schlacht den Ball. Er schnitt dort zwei und lacht das ab. Und er sagt danach, dass sie sagen, Feuermol, denke ich, mein, sagt das hier, drei Krücken, oder dreimal Feuerkrücken voll Butter, du Eberjöten. Also dort wird ganz not gemerkt, die ganze Ultra. Du wirst nicht Krabram, nicht Graubram, dort wird alle voll Butter. Und da fängt er an zu beten. Und das sagt hier in den 36. Vers, in den 18. Kapitel, und als dort tät wir, dort it is Opfer zu bringen, ging Elia nur dem Altar und bet, Herr, du Gott für Abraham, Isaac und Israel, lud dort von der unter seinen Sernen, dort du der Gott in Israel bist, und dort ich dien deiner See, bewies dort, dort ich dit nur deine Unordnung gedunen habe. Antwort mir, Herr, antwort mir so, dort dit Volk weiten wird, dort du, Herr Gott, bist, und dort du und dort Hort, an dort Hort wirst reinmerken. Dann fall vier vom Himmel. Das wird passieren dort, was Elia beten dort. Du fall vier vom Himmel, dort sagt dir wieder, dort Fleisch verbrennen, dort Halt verbrennen, die Steine verbrennen, all dort Wutter wird alle ausgelegt. Gott beweist sich dort. Und dann sagen sie, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia leitete diese Propheten Faust nehmen und er brachte alle an. Was hat er schon angebracht? Da wurde nur euch wiedergebracht nach Isabel. Und dann sieht Isabel, mit die wird das selbe passieren. Mit Elia wird das selbe passieren, der wird dort gemerkt worden. Na, wie Elia Angst, da fängt er unter an. Er verwiegt ihr an mit einem von seinen Knastop. Dann sagt er, dass er soll in der Gewässer dort bleiben. Dann geht er nach dem ganzen Tag über allein wach. Und als er ist weit allein für sich apart ist, dann sagt er, dort hei wir nicht mehr von leben. Er wünscht sich, dass er sterben kann. Macht wir dort? Da wird er eine Gefahr, dass sie am können dort merken, wann sie wollen. Du wirst halt dort, weil am dort leben, irgendwie dort, du kannst sterben, aber er ran für sie dort. Nun würde nicht die Gefahr, so leicht wie dort Menschen am dort merken würden, nun wünscht er sich, wann er sterben kann. Das wir zum Beispiel so aus einer Jahr mehr. Er wird weg, er wird schwach. Er kann in seinen Kampf nicht bestehen. Er wünscht sich, wann er sterben kann. Jetzt antwortet er nochmal so. Wann wir die Kämpfe haben, in so einer Zeit, wo wir Bären sind, das wird dann einmal schwer. In der Welt denkt wieder, man, du fühlst mal alles und sie allein. Dort leben jetzt nicht mehr Schein. Wenn dort erst so schwer, der Kampf durch die Drehung. Wie weit dort Elia, er hat nachher wieder eine Zeit, der Engel braucht ihm zu essen, Elia kann sich durch mal gut ausschlucken, und dann hat er nach einer langen Reise für sich und kann wieder gehen. Gott hat nach Dubai nach viel beschäftigt euch an. Aber einmal wird so weit, ist die Geschichte von Elia. Er war weg und er war schwach. Der zweite Punkt. Ein Ei. Was passiert mit einem Ei, wenn dort gekackt wird? Dort Ei wird hart. Und dort Wut erhält dieselbe Klier.
Jetzt wollen wir uns die Geschichte betrachten in 1. Samuel 18, 17 und 18. Und es ist eine bekannte Geschichte. Das ist die Geschichte, wo David den großen Goliath besiegen wird. David wird in Schubs hort. Und er hat ältere Brüder, er wird jüngster. Und seine ältere drei Brüder, die werden im Krieg. Du wirst im Krieg zwischen den Philister und den Israeliten. In dieser Zeit wird Saul der König. Und dann sagt David seinen Bruder Isai, dass er soll einen Tag seine Brüder du mal essen bringen und dann mal nur sein, was du tun wirst, was mit ihm du jetzt. Und als er dann du heimkommt, essen du heimbringen wirst, dann erstens wollte ich immer noch mit abwerken, hier in der Krieg, die Philister und die Israeliten, die stehen im Krieg. Und du meinst, die Philister wie der große Goliath, der wurde über 3 Meter hoch wie. Und er kam immer wieder zum Verschein und dann sagte er immer wieder, wählt mal einen Rüt von Jünd, schickt den Nomenen, weil wir mal im Krieg sind, weil wir um uns kämpfen und wer von uns bett wird gewinnen, wenn die Israeliten mehr gewinnen wird, dann wird wir Jünd tun. Und wenn die den gewinnen wird, dann soll die uns tun. Und dann schrockten die Israeliten immer drei, sie hatten so Angst für den großen Ries. Nun kam dort, dort ist David seine Brüder besiegen können. Und krach über dem, bis hier dort war er so jung. Und das wird hier nur für 40 Jahre gegangen. Und krach über dem, bis hier dort das große Philister war er von da kam. Und David hier die ganze Geschichte. Und aus heute Geschichte, du so hier in der, da fängt er doch über an nur zu denken. Und das ist Gott sein Volk. Und Jana redet so beruf. Da fängt er an zu forschen. Was wollt ihr dem Jan geben, wer ihr in den großen Goliath wird gewinnen? Und du merkst, wie dort sein Fuß der Antwort dreht. Der wird viel Gäude trieren von Chanich und der kann sie gar in Chanich seine Mial haben zu früh. Also, sie haben all versucht, die haben dort einen Gedanken, sie haben all versucht, jemanden zu bereden, der die mal gehen kann und stahlen, und das wüsste sich keiner. Dann kam das David an, und als heute wir, dann wird sein Bruder, sein ältester Bruder, wird dort an. Und dann fängt er an, der Unduld heran. Er sagt, du, wo bist du hier? Du wirst hier bloß, wo er kommt, grau tun. Wo David leidt sich, du magst nicht durchschlagen. Er ging an. Das nächste, da wird dort den König Saul dort verteilt. Und als Saul dort an wird, dann sagt er, okay, du bist hier mal ein kleiner Jung, gerne als Utgeliert für den Krieg, wo wirst du dir in den Stall? Wo wird passiert? David sagt, der Herr hat mich bewahrt für den Kleid von dem Bohr, der Herr hat mich bewahrt für den Kleid von dem Leib, in dem dort ein Schub halten wird, wenn du einen Schub bei dir stuhlen. Und so wird er mich auch für diesen seine Kleid bewahren. Dann sagt Saul zu ihm, okay, dann gut. Dann gibt er ihm seine Kleider, wo er sich übertragen soll, aber David merkt, dass er bald das nicht, was mir passend ist. Merkt wie du, wenn wir mit dem nächsten seine Gouve schaffen wollen, dort nicht kloppen kann. David hat verfolgt, das ist nicht, was mir passen wird. Er tragt sich dort aus. Dann nimmt er sich seinen Schleier, 5 glatte Steine und seinen Hortstock und dann ging er den Philister entgegen. Und du wirst auch weiter geschallen von dem Philister. Er sagt, was denkst du, sieh ich in Hund, dass du mich mit dem Stock anreisen? Aber David wird ganz durch. Der Philister sagt am wieder, ich will die von dir und die Fegel vorbringen. Und David sagt, krieg sie, du kommst zu mir mit großen Gewehren, ich komme aber in dem Herrn, sie nehmen nur die. Ich will die von dir und die Fegel vorbringen. David nahm seinen Schleier und er schleiert Jan im Kopf, dort der große Ries anstellt. Und wie dort, er nahm seinen Schwert in den Scheidrüt, schneidet ihm den Kopf auf und er hat gewonnen. Und dann mussten die Philister ran. Da wird die Israeliten berufen. Nun wird viele, viele angebracht. Und aus diesem Krieg gewonnen, der geführt wird, dann kommen sie drei Höchsten. Dann fangen wir dort hier in 1. Samuel 18. Ich werde den 7. Vers durchlesen. Hier wird dort, wo das Volk dann nicht zurückkommt von dem Krieg. Und dann sagt er hier, zu ihren Dons singen sei. Das wird in der Früh, wo sie dann zurückkommen. Und sie werden dankbar für den Krieg, wo sie da gehört haben. Sie singen. Saul hat seine Düsende geschlagen und David seine Tierdüsende. Merkt ihr den Unterschied? Hier wird Saul nicht so eine höhere Anerkennung gegeben für das, was er getan hat, als was David getan hat. David kriegt eine höhere Anerkennung. Der andere wird gesagt, dass er Tierdüsende hat, aber zu Saul wird gesagt, Düsende. Und das kann Saul nicht verdrehen. Hier wird der Kampf heute.
Hier kann er nicht durchkommen. Und dann wird so doll, er wird hart. Und dann fand du wieder stimmt, er darf ihn umleben. Mag wie einmal, soll er kann diesen Kampf nicht überkommen. Am wieder tauschen, er wird hart, er wird besser und er wird doll. Saul hat ihn sehen, Jonathan, der Jonathan hat stimmt viel an für David, und hat ihn seinen Vater bereden, dass er David nicht soll anbringen, aber immer war er wie David, soll sein Ziel, David für nie wieder fern umtrichten und zu stahlen, dort für sure David wird angebracht worden. Hier ging Saul in Kampfstärk, wo er nicht gehen kann, er war hart. Wo geht uns dort nochmal, wann wir die Kämpfen haben? Wenn irgendjemand uns vielleicht wo wir zu sein haben, hat er uns vielleicht mit Utnoren, vielleicht mit Schleich sein, vielleicht hängen am Licht fehlen, wo der zu uns? Jaft hat er uns auch kurz eine Tür, dort wie hart waren, und es steht dort wie dem Leuventchen. Die Bibel sagt, dass Jesus selbst in Matthäus läuft jene Fien. Soll können sie einen Fien, wo der jene hat, nicht läuven. Er war da, er will ihn anbringen. Er wird hart. Drittens in der letzte Punkt, die Kaffeebienen. Hier wollen wir uns eine Geschichte betrachten von Josef. Eine Kaffeebiene, wenn der in heute Buddha an seinem Bord passiert, der wird das ganze Buddha verklären und der jaft du einen Schmack dabei. Und dort wird Josef dort. Die Geschichte, die wir lesen in 1. Mose 7, in der Artischen wieder. Josef hat wie einer von Jakob seine Sehens, und das ist die Geschichte, die alle sehr bekannt. Aber das Josef hat wie der jüngste von den 12 Sehens, die Jakob hat. Und seine Brüder die können am nicht sehr gut leiden. Wie ein wie er noch viel wird bei seinem Vater, und hat wie ein sehr jung. Und dort können er seine Brüder nicht verstehen, die können auch nicht verdrehen. Einen Tag, Josef seine Brüder, sie dann feiern, dann sagt Jakob, nun gut mal deine Brüder besiegen, sein Bruder bleiben. Und als Josef zu Hand kam, Josef hat euer all Träume gehört, dort die Träume, die bedienen, die du abhauen, dort seine Brüder, die würden sich einen Tag von Arm, dort er wurde einen Tag über ernst sein. Und dort können seine Brüder am nicht verdrehen, sie wurden am doll gewesen. Und nun als Josef du eine Ernst kommen hat, dann sagen sie, kurz hier kommt der Träumer. Und dann rutschen sie kurz dazu am Duval, dann bleibst du mir. Aber dann ist da einer, der steht vor am Ab und sagt, ich werde den nicht dort mehr. Ich werde den lieber hier bloß im Baum schmieden. Und das passiert. Und dann kommen du, eine Gruppe Menschen, die kann ich nun nicht kriegen, kurz klar, aber die kommen du vorbei und dann wird am du verkauft. Josef wird wieder verkauft und dort ging dann ab nach Ägypten. Er hat einen schmacken Rock von seinem Vater. Sie nahmen am den Weich, duckten den im Blut, und sein Vater wurde den Rock gebracht, und er hat in sich dann für das Klo ein Tierhaft meinen Sehen verraten. Und er wird wichtig, er hat lange getrührt zu wehen. Und das ist Josef, als er in Ägypten war, er kam gerade nach Goldbad im Wirt, die Geschichte kalt gefühlt, in den 39. Kapitel, 1. Mose, du wirst sein Wirt Potiphar. Und er konnte eben nur für ihn dauern. Und er hat so eine Weise leben, dass der Potiphar sein großes Vertrauen auf ihn hat. Er sah ihm über seine Wirtschaft. Das Josef konnte für den du schaffen, und er war hoch ungesehen. Aber das Potiphar seine Freude hat umgefallen, und es ist ein Josef, und er sei versagt an. Und er sagt, aber immer war er komme nicht für Sinn gegen Gott. Und die Freude wird so am Heran, dort sei sich versündigen wollen. Und das Josef ist einen Tag in Bern, das Mann, der ist wach gefahren, der ist nicht tüst, nicht diese Früde allein mit diesem Josef, nicht weil sie andere mit die Welt beibringen. Aber das Josef sagt, er kann nicht und er ritt sich los und er lässt seinen Mantel durchlegen. Und als er wach rennt, dann der Frühwahl nicht zu schauen gehen mit dort und dann wird sie sein Amt belegen. Sie wies eben den Mantel, check mal, das Josef wollte mit mir legen, ich fange an zu schreien und dann verleute ich schließlich und habe seinen Mantel hinabgelaufen. Das bewies du von, dass er dort wollte. So verteilt sie auch ihren Mann dort und dann ist das Josef in Gefängnis nahm. Und als er im Gefängnis war, hat er du war.
bloß ein Unterschied, mehr positiv beeinflussen. Hey, wie du bald war, hoch angesehen, hey, könnt du dein. In Gefängnis. Und als du dein deid, nun eine Zeit, hey, wie einer wollte Träume leiden können, hat der König über das Land, über Ägypten, der hat einen Traum. Und er lade den Traum mal ausleihen von Josef. Und dann war Josef über das Land noch wieder eingestellt. Er konnte in die Gefängnis zurückkommen. Du wurden die sieben Rückjahren und die Armejahren kommen. Dann muss er für Vater versorgen, dass sie über die Zeit wurden zu essen haben. Und zu feuchten haben für ihr Feuer und so weiter. Und hier passiert, wo seine Brüder dann halb kommen. Und hier passiert, wo seine Träume in Erfüllung gehen. Und das ist Josef wie so ein Positiver. Er mögt den Unterscheid. Er nahm ihn immer wieder durch und ab. Er offenbart sich, dass er wie ihr Bruder. Er hat ihn Leib. Er wird ihn Gott. Und du denkst, könnte es Führer auch. Warte an, dass sie ihn sehen, der lebt doch noch. Und sie können alle Top und Sehen beleben. Mögt wir den Unterscheid von diesen drei Punkten? Elia, er war schwach, als er im Kampf war. Saul, er war hart, als er im Kampf war. Josef, er mögt den Unterscheid. Wann von diesen drei, wo ich von dir in meinem Leben tüß fäng? Wann ich im Kampf nang kommen da, wann hat vielleicht jeder stand jaft in meinem Leben? Wann hat vielleicht, wo es, wo mir das Säuer ab eine Tür drauf ankommen, der dort verdrüst mich für Ursachen will? Oder wann hat, wo jaft dort ich in der wenn ich mich ganz doll fallen da, wo do ich jeden dort kämpfen? In den verschiedenen Hinsichten könnt viel abnehmen. Wo ich schwach, sind ich kurz durch, dass ich mich abgeben. Oder sind ich so, soll wir, das wollte mich nicht wieder gefallen. Und der hat mich nicht dürft, das andauern. Dort ich Bitterness in meinem Material da. Unvergebung. Weil ihr, wer immer Unvergebung mitreicht, oder Bitterness, oder Beleidigung, dort deint bloß dem Ansehen. Kriegst du, dass du mit Saul deid. Er kann wieder nicht lang gesehen worden, er verliert seinen Amp. Und kriegst du, dass du mit Ansehen, wie du mitdrehst und dann ansagst die Schrift in Matthäus saß, 13, 14 und 15. Du redest von, wann wir den Menschen vergeben, wo wir uns Schläge tun haben, wird uns Vater uns auch vergeben. Und da, wo wir nicht vergeben wollen, da wird uns auch nicht vergeben worden. Was für ein Unterscheid, der ich von dir in diese Welt anbringe. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, die sind dort sollt ab ihr. Er sagt nicht, dass die waren dort sollt waren. Indem dort wir an Christus nun sind, wie sie haben die wahre Geburt belebt, wir sind nun, haben nun eine Sendesänderung, wir sind mit den Gästen nun belebt, den Helden Gästen, dann sagt er, dort die sind, dort sollt ab ihr. Was bedeutet sollt? Sollt dort einen Unterscheid machen? Für hier ist dort, glaube ich, nicht so viel, aber dort in Kanada, wo dort neue Tiden sind, wird viel Sollt gebraucht, besonders in der Ontario-Umgebung. Dort merkt den Unterscheid. Wenn sie nicht Sollt gestreut haben, dann ist es ganz leicht, ganz glatte Ruden. Wenn es Sollt gestreut wird, dann deftet es ab und dann habe ich bald Fan vor. Kriegst du es dort in uns Leben? Wenn jemand hat je in uns eingestellt, dass wir so eine Läufe in einem Kernen bringen, so ein Unterscheid merken kann, in einem so sollt ab und ist das, dann kann so ein hoher Mensch bei ihm abdeben. Er sagt dann sie auch wieder, in den 14. Vers, die sind dort Licht für diese Welt. Er sagt nicht, dass die dort Licht wollen wollen. Wir haben ein Christus als der erste Licht. Er merkt das Beispiel hier. Keiner eine Stadt abbaut, die geht nicht zu bestalten. Ein Kraxe soll ans Licht dachen. Ist dort nicht leichter, du zu sein, wo das Licht ist, als du, wo das Dieste ist? Du prüfst dich dort für ein, wo du euch durchkämpfen, wenn ich in eine manche Diestenis komme. Was für einen Unterscheid du euch merken? Da ich mitkomme mit dort, wo dies da ist, um dort nicht anzuwollen, dass ich ein Licht in mir habe. Und so nicht erforscht du, wie viel mal. Dort ich vielleicht mit eurerechten Gerät mitreden will, mitlachen, wo dort eurerecht hängt.
Oder wenn ich durch jede Stunde beleben, dass ich all sage, dass ich dann hart worden bin. Oder was für ein Licht kann die Menschen in mir sein? Was für ein Unterschied merke ich in der Welt? Jaftet in mir, da kann ich so ein Unterschied merken, in der Distanz aus dem Kaffee bin, mit heute Butter. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Das ist ein Thema, wo der Herr Jesus uns, da ich uns bewiesen will, dass wir die Kaffeebienen öffnen dürfen, ein Unterschied zu merken dürfen in unserem Leben. Dort ist Christus, den Verlangen, dort habe ich uns nach in dieser Welt, ich habe vielmal darüber nur gedacht, warum kann das nicht passieren, wenn jemand sich bekehrt hat, dass er hier kurz wahrgenommen wird von dieser Welt? Weil Jesus war krank, die Person hier auf dieser Welt brücken, um dort mehr, der ich dort kann geraten worden. Ich und du, wie immer du an Christus nun sind, wie sollen das Evangelium wiederbringen? Uns ist das Evangelium unvertraut. In 2. Korinther, Kapitel 5, möchte ich noch ein paar Verse lesen. 2. Korinther, Kapitel 5, von Vers 17 und 18, du sagtest, du wegen, wenn wir an Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher war, ist nicht mehr. Er ist nie geworden. Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versäumt hat. Er hat uns in der Abgabe Menschen von Gott sind ungebaut unterreden, mit ihm versäumt zu werden. Das dort, wo der Herr uns unvertrauen hat. Seine Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus Christus, wiederzubringen, dort mehr Menschen unter diesen Seelen leben können. Dort scheint auch Ladungfärken so, wenn wir bloß mal ein bisschen hier und da kriegen, was wir hier alle in der Ferie hier, wo die Christen verfolgt wurden, dort sitzt dann nicht nur im scheinen Leben nicht so. Wer will dann Christ sein? Aber du brauchst dort immer weiter, dass wir immer kicken dann in der Zukunft, dann kriegst du es David dort. David hat kickt nicht bloß 3 Meter, er hat kickt noch immer dort. Nur Buben von Bude Haupt kommen dort. Und kriegt dort ja wie von dir und ein Unterschied merken in unserem Leben. Hecher kicken von du, wo unser Haupt kommen dort, von Jesus Christus, in wo er uns immer bestunden dort, in uns halten will, zu alle Zeit, in uns nicht im Stärk luten. Wir wünschen Gebet erst, dort das möchte ein Sehen sein, dort das könnte eine Mautmerkung sein, weil wir kämpfen, willst wir noch kämpfen können, in den Unterschied zu merken in dieser Welt. Über die ganze Welt scheint das dies zu sein, und dann ist dort wichtig, wo ein Wort für einen Unterschied merkt, wie du nicht so. Weil wir noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so von Herzen, dass du der Herr bist, wo du dort Erlösungswerk in dieser Welt vorher gemerkt hast. Wir danken dir, dass du dort hast, der geführt, dass du nicht abgeben deutsch, uns zu erlösen und uns zu raten. Ich danke dir so von Herzen, dass wir dort verreicht in Hand von dir und deine Kinder zu sein, dass du in uns die bewiesen wirst, dass du uns dort wird achten lässt. Und ich bete auch bloß, dass wir uns wieder wollen, so formen, Luten, als wir dir dort gefallen hat, dass du dich uns wirst dachen kann, dass du dich uns wirst in dieser Welt dort bewirken, wo immer du wirst. Und ich bete besonders hier für diese ganze Gemeinde, möchte in jedem einen sehen, auch für die Kranken, die hier sind, möchte du ihr Gesundheit schenken, wenn es dein Wahlen ist. Und wir beten auch so für unsere Gemeinde Start, möchte du die bewiesen, und dass wir bloß wollen uns leiden, Luten, alle von Jesus, dort dein Wort in den Wahlen hier auf dieser Erde können gedungen werden, so dass du dort wirst. In Jesus Christus, den Namen berichtet. Amen. Dankeschön für Tarin.